Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Zu dem Video, wo alle drauf gewartet haben. Und zwar ich gegen den Johnny Fischer im... Wie heisst das Format? Ein anderes Wort für. Ein anderes Wort für. Ja genau, Ausgabe 24.2 bei mir. Ganz eine kurze Frage. Wo ist der Manu? Das kommt her, bitte. Nein. Hey, Fresse. Hey, komm. Zuerst muss ich die Scheissbrille anlegen, dann die grösste Scheissfrage, die es überhaupt gibt. Es gibt so zwei Sparten. Die einen werden berühmt, weil sie lustig sind, die anderen, weil sie scheiße und peinlich sind. Und lustigerweise merken die es selber gar nicht. Warum? Ist meine Frau Rutli. Und lustigerweise merken die es selber gar nicht. Hey, Fresse. Letztes Mal haben wir unentschieden gespielt, jetzt stellt der Can Fragen. Es werden gute Wörter kommen, es ist extrem spannend. Bist du ready? Yes. Gut. Ich suche ein anderes Wort für Handy. Nattel. Stimmt. Was? Ist das schon gesehen? Ja. Easy, nein, kein Problem. Wenn du es richtig hast, ja, richtig. Comedian. Komiker. Divertimento. Nein, du meinst lustiger Mensch. Klon. Stefan Büsser. Klon. Ja, was musst du von aufzählen von Komiker? Adi Totoro. Es tönt auch ein bisschen wie ein Hundehalter. Unterhalter! Was zu null? Also da muss ich jetzt fast... da muss ich intervenieren. Also ein Komiker und Unterhalter sind zwei verschiedene. Im entferntesten Sinn. Im entferntesten Sinn. Mond. Himmelgestirn. Weißer Planet. Luna. Or. Loon. Le. Nein. Le. Wie man auf Französisch sagt. Le. La. Begleitplanet. Ein Trabant. Oh, das hätte ich nicht gewusst. Ja, okay, dann können wir auch weitergehen zum nächsten Wort. Eine Uhr. Watch. Wristwatch. Zeitnehmer. Ist das Fachwort? Rolex. Komm in meine Stadt, ich bin in Wild weg. Jetzt fährst du jetzt wieder auf aufzählen. Du fährst immer auf aufzählen. Zuerst Bergisch und dann fährst du auf aufzählen. Das macht ja die Chance, größer, dass ich gewinne. Was? Zeitmesser. Ja. Zeitmesser. Ist eine Stoppuhr. Man kann auch gut sagen, ich misse die Zeit vom Tag. Okay. Erklären. Beschreiben. Unterrichten. Nein. Verständlich machen. Was macht man, wenn man es jemandem verständlich macht? Anleiten. Aber vorzeigen. Trainieren. Nein. Nicht vor, sondern... Nachzeigen. Ist nicht mit vor, aber mit zeigen. Vorzeigen. Nein. Aufzeigen. Ja, das ist nicht das Gleiche. Schnell. Langsam will ich sagen. Diffig. Schnell. Ich gang. Hoti. Ja, das ist doch komisch. Ich gang umi. Ich gang umi. Adam, schnell. Nein, ja, das ist der Hure Seich. Ich gang rasch. Ja. Ich gang rasch. Er hat es auf Englisch gesagt. Ich die Spiele nochmal anziehen. Nein, hör auf. Die haben wir schon das ganze Spiel am Anfang versaut. Ein anderes Wort für Drip. Style. Kennst du das Wort Drip? Ja. Boah, Mashallah. Schmuck. Ja. Was aber? Was war die Frage? Mit der Brille angeht, hey, Boah, der Brille ist ein sehr nice Drip. Bist du eine Freundin? Nein. Ja. Witz. Joke. Nein. Scherz. Ja. Ja. Ja, ein Scherz ist doch mehr so... Jetzt würde ich sagen, das Scherz nicht geht. Plakat. Aufhängsel? Poster. Nein. Ja? Ja. Nein. Ein anderes Wort für Billett. Ticket. Ja. Ah, scheiße. Selfie. Warte. Hätte das schon letztes Mal von nicht? Nein. Es ist nicht alles letztes Mal von. Doch. Selbstbildnis. Eigenbild. Ihr müsst ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Das ist so ein 2010 Begriff. Selbstporträt. Selfie? Ah, nein, das war es. Es ist ein Pick. Dickpick. Das 2010. Das ist nicht so Sachen verschickt. Aber du hast ganz ein grosses Abi. Ja, das kann man jetzt nicht Ego erlernen. Pick. Ja. Was? Ego-Pick. Ein Ego-Pick. Wenn du erklärst, du hast ein grosses, dann denkst du erst Nase, Penis. Nein. Habe ich die Tore angeschaut? Nein, es ist ein Ego. Ziggy. Ich weiss, was du meinst. Schlumpe. Ja. Was? Flumpe. Was? Flumpe. Flumpe. Das habe ich nie gehört. Das hätte ich aber ich tue natürlich auch nicht rauchen, oder? Nein, wir rauchen nicht. Nein, wir rauchen. Ein anderes Wort für fummeln. Umtatschen. Pädophilität. Missbrauchen. Ja, das ist ganz gut. Ja, jetzt so viele neutrale Wörter. Zu was gehört Fummeln dazu? So, Vorspiel. Ja, Vorspiel. Ein anderes Wort für Comic. Zeichentrickbuch. Zeichentrickbild. Ein deutscher Begriff dafür? Comic-Heft!
Also... Kitzelbuch! Nein. Kitzelbuch! Bilderbuch! Bilderbuch! Ja. Ja. Sag's nochmal, aber aber was Bilderbuch! Ist, wenn Bilderbuch! Er hat es nicht gehört. Es ist ja Französisch. Nein, es ist ja Deutsch. Bilderbuch! Geschichte. Richtig. Ach, herrje. So, kommen wir zum letzten Schritt. Oh, okay. Ein anderes Wort für Code. Passwort. Kennzeichen. Passwort. Kennzahl. 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 Der deutsche Begriff. Kennzahl! So ein blödes Tier. Ein PIN. Ein PIN ist super. Dann komm, gib ihm den. Das andere Wort für Code. Ah, Pass! Ist das Wort? Nein. Es ist Deutsch, hast du gesagt? Ja, ja. Schlüsselwort! Ja! Ja! Schlüsselwort! Das gibt's doch nicht. Schnie, schna, schnappi. Schnappi, schnappi, schnapp. Schnie, schna, schnappi. Schnappi, schnappi, schnapp. Auf jeden Fall Gratulation an den, der nicht mehr leider nicht mitzählen konnte. Kurzen Applaus. Mehr gibt's heute nicht von uns. Schau auf jeden Fall noch beim Johnny auf Facebook vorbei. Ja, so eine blöde Lust. Spass, Spass, chill, der hat auch im... Ganz neu jetzt. Wie heisst? Letztes Mal hast du mir erklärt, wie YouTube funktioniert. LinkedIn. LinkedIn! Das musst du den Jungen erklären, was das ist. Weißt du noch, wie die Glocke funktioniert? Ah, jetzt kommst du wieder auf Glöckli erklären. Nein, ich dachte, was willst du mir erklären? Das ist ja alles klar. Also gut. Nein, auf Facebook, ich bin jetzt nicht mehr dabei. Dort haben wir immer die Leute geschrieben, hey, du wärst ein toller Schwiegersohn. Auf Insta schreiben sie, ich glaube, ich bin mit dir in die Schule gegangen. Und bei TikTok schreiben sie, sie sehen aus wie mein Vater. Merci vielmals, bist du dabei gewesen. Danke. Hat Spass gemacht. Irgendwann gibt es wieder eine Revanche. Weißt du, wie das Auto geht? Nein, weiß ich nicht mehr. Peace und Blümli. Ach du Scheiße, was hast du für komische Sachen, die wir da machen? Peace und Blümli, ey, fuck. Peace und Blümli, wir sehen uns das nächste Mal. Ja. My heart, heart, oops. My heart went oops. My heart just got stuck between these loops. My heart went oops. My mind got stuck in between these groups. Die zwei verschiedene, ich weiss, du siehst das nicht, aber... Silhouette ist... Ja, du siehst, es sehen alle geschissen aus. Schön ein geschissener Anfang. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja. Ja.